Papa Wutz Geschichten. Heute haben Peppa und ihre Familie im Supermarkt eingekauft. Wiedersehen, Supermarkt. Ist das ein Roboter? Nein, Peppa, das ist ein Warenautomat. Du schmeißt Geld hinein, um die Waren darin zu kaufen. Können wir bitte etwas aus dem Roboter kaufen? Okay, jeder von uns wählt eine Sache, auf die er Lust hat. Ja! Peppa freut sich schon, etwas aus dem Warenautomaten zu kaufen. Bitte sehr, Peppa. Mach's gut, Münze. Jetzt drückst du die Taste, die zu der Ware passt, die du möchtest. Ich möchte einen Orangensaft. Da ist er. Hurra! Sehr lecker. Schorsch hat ein Plätzchen in Dinosaurierform entdeckt. Hier, bitte, Schorsch. Jetzt drückst du die Taste mit dem Dinosaurier. Ich schätze, ich wähle dieses Getränk. Oh je, es steckt fest. Papa Wutz Getränk wird von einem Sandwich blockiert. Das Sandwich ist im Weg. Böses Sandwich. Wir müssen jetzt auch das Sandwich kaufen, damit es das Getränk hinunterschubst. Es steckt wieder fest. Böse Ananas. Oh. Ha, dann kaufen wir die Ananas auch. Es steckt wieder fest. Schon wieder. Das Getränk ist nun endlich ganz unten gelandet. Super! Ja. Endlich habe ich mein Getränk. Oh nein, mein Getränk hat mich vollgespritzt. Armer Papa. Wähl lieber was anderes aus dem Warenautomaten. Gute Idee. Oh, der Warenautomat ist leer. Ja, weil wir alle Waren gekauft haben. Geschichten. Es ist Heiligabend. Papa Wutz legt den Christbaum auf das Autodach, damit er zu Hause geschmückt werden kann. Peppa hilft ihm dabei. Der ist für dich, Peppa. Oh. Ah. Wir haben hier all den neuen Weihnachtsschmuck. Vögelchen. Perfekt. Fahren wir nach Hause. Hurra! Alle freuen sich schon darauf, den Baum zu schmücken. Weihnachten, Weihnachten, jetzt ist es soweit. Der Christbaum ist nun schön geschmückt, das ist jetzt höchste Zeit. Wieso halten wir an, Papa? Ich weiß nicht, ob wir mit diesem Baum durch den Tunnel passen. Versuchen wir es. Fahr einfach langsam. Es schneit. Oh nein. Teile vom Baum fallen runter. Oh, dann müssen wir wohl den langen Weg nehmen. Wir wünschen frohe Weihnacht, wir wünschen frohe Weihnacht, wir wünschen frohe Weihnacht und ein glückliches Jahr. Warum holpert denn das Auto? Die Bäume am Straßenrand stoßen mit unserem Baum zusammen. Oh nein! Oh. Nehmen wir besser diese Straße hier ohne Bäume. Oh.
Diese Straße hat keine Bäume. Aber nun ist der Christbaum dem Wind ausgesetzt. Oh je. Die Tannennadeln müssen auf der Fahrt abgefallen sein. Wir brauchen aber einen Christbaum. Grillchen. Schorsch hat Peppa auf eine Idee gebracht. Wir können den Baum ja weihnachtlich schmücken und dabei jede Menge Spaß zusammen haben. Das ist eine super Idee, Peppa. Peppa und ihre Familie beginnen, ihren neuen, etwas eigenartigen Christbaum zu schmücken. Hurra! Er sieht hübsch aus. Dieser Vogel findet den Christbaum auch sehr hübsch. Wunderbar, Peppa. So können auch die Vögel Weihnachten feiern. Ja. Die Vögel lieben ihren neuen Christbaum. Alle lieben den neuen Christbaum. Ho, ho, ho! Peppa Wutz Geschichten. Peppa spielt mit ihren Freunden Spiele. Ich liebe es, Schnippschnapp zu spielen. Ich gewinne immer. Ich mag Schnippschnapp nicht. Peppa würde auch mal gerne gewinnen. Schnapp! Ich hab's. Warum spielen wir stattdessen nicht alle Schlangen und Leitern? Juhu! Schlangen und Leitern! Aber ich hätte gewonnen. Eins, zwei, drei, vier. Ich werde gewinnen. Zwei Felder. Jetzt darf ich die Leiter hochgehen. Ich stehe direkt vor der Ziellinie. Jetzt bist du dran, Luisa. Oh je. Luisa wird nicht gewinnen, wenn sie zurückgehen muss. Ich hab's. Machen wir ein Murmelrennen. Ich liebe Murmelrennen. Murmelrennen. Aber ich hätte sicher gewonnen. Los. Meine rosa Murmel ist in Führung. Ich hab's. Spielen wir das Papagei-Spiel. Ich liebe das Papagei-Spiel. Aber meine Murmel wird gewinnen. Er wird gleich hochgehen. Ich kann nicht hinsehen. Ich hab's. Spielen wir lieber wieder Schnippschnapp. Schlangen und Leitern. Peppa und ihren Freunden macht es so viel Spaß, immer wieder das Spiel zu wechseln, dass sie dabei ganz vergessen, wer gerade gewinnt. Alle gewonnen. Du meine Güte. Jetzt ist wohl die Zeit reif für ein neues Spiel. Es heißt Aufräumen. Peppa Wutz Geschichten. Baby Alexander und seine Familie sind hier, um frohe Weihnachten zu wünschen. Aber Baby Alexander ist gar nicht glücklich. Warum weint denn Baby Alexander überhaupt? Weihnachten macht Spaß. Nun, es ist Baby Alexanders erstes Weihnachten. Er weiß noch nicht, dass es Spaß machen kann. Dann muss es besonders toll werden.
Ich zeige ihm, was ich zum Beispiel an Weihnachten alles liebe. Ich liebe das Weihnachtsessen. Es gibt Karotten, Kartoffeln, Rosenkohl. Nein, das musst du essen, nicht werfen. Machen wir was anderes. Geschenke einpacken macht riesen Spaß. Du machst die Schleife darauf. Nein, wir packen die hier ein, damit andere sie später auspacken können. Baby Alexander macht es mehr Spaß, Geschenke auszupacken, als sie einzupacken. Ich glaube, Alexander mag Weihnachten überhaupt nicht. Wirklich? Er hat doch mit dir einen Riesenspaß. Aber es sollte für ihn doch ganz besonders toll werden. Das Weihnachtsfest mit dir zu verbringen, ist besonders toll, Peppa. Aber er macht alles falsch. Alexander ist noch ein Baby. Mach mit ihm einfach Dinge, die er richtig machen kann. Weihnachten für Babys. Oh, ich habe eine Idee. Baby Alexander macht es Spaß, die Weihnachtsgeschenke auszuteilen. Danke, Alexander. Das hier ist für Mama. Und er liebt es, an Weihnachten zu basteln. Bravo, Alexander. Und zu singen. Weihnachten, Weihnachten, jetzt ist es soweit. Der Christbaum ist nun schön geschmückt, es ist jetzt höchste Zeit. Hurra! Aber am meisten liebt er es, Weihnachten mit Peppa zu verbringen. So werden wir Alexanders erstes Weihnachten nie vergessen. Peppa und ihre Familie wollen mit Baby Alexander mit dem Riesenrad fahren. Aber er ist nicht sehr glücklich. Was stinkt hier so? Pfui, es ist Baby Alexander. Er braucht eine neue Windel. Aber wir stehen ganz vorne in der Schlange für das Riesenrad. Oh, haltet euch lieber alle die Nase zu. Oh, dieses Riesenrad stinkt. Fürchterlich. Tut mir leid, Peppa, aber wir müssen uns jetzt um Baby Alexander kümmern. Wir helfen ihm jetzt und spielen dann später. Ja, Baby Alexander braucht unsere Hilfe. So gefällst du mir. Machen wir uns jetzt auf die Suche nach einem schönen Wickeltisch. Oh, schon besser. Nicht hier? Oh! Oh! Nicht hier! Definitiv nicht hier. Oh, hier. Gut gemacht, Peppa. Wir haben den Wickeltisch gefunden. Zuerst entfernen wir die schmutzige Windel. Die landet dann im Müll. Wo ist die Mülltonne? Sie ist hier, Papa.
Jetzt waschen wir uns die Hände. Dann noch etwas Creme. Ups, entschuldige, Peppa. Jetzt legen wir ihm eine saubere Windel an. Kann ich das bitte machen, Papa? Natürlich, Peppa. Da hast du's. Alles wieder gut. Das war ein Riesenspaß. Ich habe niemals zuvor eine Windel gewechselt. Du hast das sehr gut gemacht, Peppa. Aber weißt du, was sogar noch mehr Spaß macht, als Windeln zu wechseln? Das Riesenrad! Pedro Pony, Molly Mietze, Mandy Maus, Gerald Giraffe und Klausi Kleff spielen Fußball. Schau, Mama, meine Freunde spielen Fußball. Hallo, Peppa. Willst du bei uns mitspielen? Ja, bitte. Wer das schönste Tor schießt, gewinnt den Pokal. Peppa liebt funkelnde Pokale. Hast du etwa Lust, in unsere Mannschaft zu kommen? Nein, danke. Ich möchte gerne ganz alleine spielen. Allein zu spielen ist keine gute Idee, Peppa. Aber so gehört mir am Ende der Pokal ganz alleine. Peppa wird also ganz allein spielen. Und zwar gegen alle anderen. Auweia. Nicht schlecht, Peppa. Versuch es noch einmal. Vielleicht muss ich einfach nur fester schießen. Beinahe. Hier, bitte, Peppa. Vielleicht klappt es ja mit dem anderen Fuß. Uff. Es zählen nur Tore mit dem Ball, nicht mit dem Schuh. Squeak. Das ist zu schwer. Versuch es doch einmal im Tor. Gute Idee, Mama. Das werde ich super machen. Schieß doch! Tor! Hurra! Mama, wieso können die ein Tor schießen, aber ich nicht? Weil im Fußball die Teamarbeit am allerwichtigsten ist. Und du kannst kein Team sein, wenn du allein spielst und nicht in einer Mannschaft. Yeah! Darf ich bitte in eure Mannschaft? Klar darfst du das. Wir haben ein Trikot übrig. Nur für dich. Wuff, wuff. Hurra! Aber wer geht jetzt ins Tor? Ich mach das. An mir kommt ihr nicht vorbei. Ja! Dann kriegst du. Du hast das Tor geschossen. Du kriegst also den Pokal. Wir haben alle das Tor zusammengeschossen, Peppa. Als Mannschaft. Das stimmt. Ihr alle bekommt den Pokal. Hurra! Peppa und ihre Familie fliegen mit einem Flugzeug. Juhu, ja! Ich liebe das Fliegen im Flugzeug. Aber nicht jeder fühlt sich im Flugzeug so wohl. Oh, hallo, Madame Gazelle. Schorsch und ich lieben das Fliegen. Fliegen Sie auch so gern? Ah, Peppa, eigentlich ist heute meine allererste Flug und ich habe Angst. Ich habe eine Idee. Frau Mümmel, können wir höher fliegen? Also richtig, richtig hoch. Klar doch, warum nicht? Es ist richtig
echt toll, wenn das Flugzeug so hoch fliegt, Madame Gazelle. Da! Wir sind fast im Weltraum. Zieh auch! Au! Können wir richtig tief fliegen, Frau Mümmel? Natürlich. Zu tief. Drehen wir doch einfach ein Looping. Das hat wohl auch nicht geholfen, Schorsch. Da, Madame Gazelle. Diese Wolke sieht aus wie ein Vogel. Sehen Sie sie? Ja, ich sehe sie. Und die da sieht aus wie eine erholsame, einsame Insel. Dinosaurier! Oh, das ist nicht gut. Ich schließe einfach meine Augen und warte, bis wir gelandet sind. Oh je. Hallo, habt ihr zwei Lust auf ein Malbuch? Die machen Spaß. Oh ja, bitte. Möchten Sie mit uns Figuren ausmalen, Madame Gazelle? Nun, ich schätze, das könnte mich etwas ablenken. Sieh dir das an! Die Linien, die exakte Darstellung. Unglaublich gut! Fantastisch! Oh, hurra! Wir sind gelandet. Jetzt wirklich schon? Ich hatte so viel Spaß. Ich habe gar keine Angst gehabt. Sagte ich doch. Fliegen macht so viel Spaß. Danke für eure Hilfe, Peppa und Schorsch. Nun freue ich mich schon auf den Rückflug. Peppa Wutz Geschichten. Mach dich bereit für die Spielgruppe, Peppa. Hau, hau, hau. Oh, der Weihnachtsmann? Schon wieder da? Heute ist Peppas erster Tag in der Spielgruppe nach den Weihnachtsferien. Nein, Mama, ich bin's. Aber Peppa will nicht, dass Weihnachten schon vorbei ist. Oh, Peppa, was du da anhast, ist sehr hübsch, aber es eignet sich nicht für die Spielgruppe. Oh, aber ich verkleide mich gern als Weihnachtsmann. Ich will nicht, dass Weihnachten vorbei ist. Es macht riesen Spaß. Ich weiß, aber in der Spielgruppe kannst du auch Spaß haben. Geh jetzt und pack deinen Rucksack. Guten Morgen, Peppa. Dein Rucksack sieht wirklich extrem voll aus. Und er ist auch wirklich schwer. Puh, was hast du denn da drin? Nur etwas Lametta, damit es in der Spielgruppe funkelt. Verstehe. Ein Spielzeug vom Weihnachtsmann. Ach ja? Ein paar Zuckerstangen. Sehr lecker. Oh, und ein bisschen Rosenkohl. Nimm doch lieber ein paar Dinge mit, die für die Spielgruppe nützlicher sind. Zum Beispiel? Etwa ein paar Buntstifte zum Ausmalen, dazu leckeres Obst und ein Buch zum Lesen. Oh, das Buch habe ich vom Weihnachtsmann. Das ist eine gute Idee. Zeit zu gehen, Peppa. Oh, fahren wir mit dem Schlitten zur Spielgruppe? Ich liebe es, schnell zu fahren. Whee! Das geht wohl nicht, Peppa. Es liegt gar kein Schnee. Sogar vom Schneemann ist fast nichts mehr da. Wir müssen heute das Auto nehmen, Peppa. Oh, okay. Ach. Ich weiß, du bist traurig, dass Weihnachten vorbei ist, aber ich verspreche dir, die Spielgruppe macht genauso viel Spaß. In der Spielgruppe freuen sich alle, Peppa heute wiederzusehen. Willkommen zurück, Peppa. Hast du in den Ferien Spaß gehabt?
Ich... Oh, hallo, Peppa. Hast du Lust, mit mir verkleiden zu spielen? Oh ja, ich verkleide mich sehr gern. Wir könnten auch ein Buch lesen. Ich bekam ein neues vom Weihnachten. Fahren wir mit unseren Rollern um die Wette. Oh ja, bitte. Die Spielgruppe macht genauso viel Spaß wie Weihnachten. Peppa liebt Weihnachten, aber sie liebt es auch, wieder in der Spielgruppe zu sein. Alle kommen liebend gern zur Spielgruppe zurück. Handspiel, das ist nicht erlaubt. Ups. Wieso pfeifen Sie, Frau Mümmel? Und was bedeuten diese Karten da? Ich bin Schiedsrichterin. Ich pfeife, damit alle hersehen. Wenn jemand einen Fehler macht, kriegt er eine gelbe Karte. Und wenn jemand Unsinn macht, kriegt er eine rote Karte. Oh, könnte ich das mal versuchen? Klar doch. Jetzt ist Peppa die Schiedsrichterin. Was ist los, Peppa? Dein Schuss eben war viel zu hart. Mandy kam gar nicht dran. Das ist doch kein Regelverstoß. Ich bin jetzt die Schiedsrichterin. Und ich sage, es ist einer. Oh je. Peppa ist gern Schiedsrichterin. Und ganz besonders liebt sie es zu pfeifen. Dein Schnürsenkel ist offen. Du lächelst ja gar nicht. Oh. Du wärst fast auf diese Blume getreten. Peppa findet unzählige Gründe, um abzupfeifen. Oh. Sie laufen zu schnell. Du schaukelst zu hoch. Dein Eis hier schmilzt viel zu schnell. Vorsicht! Dürfen wir jetzt mal spielen? Ich möchte schießen. Papa Wutz und Frau Mümmel halten sich nicht an die Regeln. Oh, Schiedsrichterin! Diese Ente ist so süß. Schiedsrichterin Peppa! Peppa hat so viel Spaß, dass sie das Fußballmatch ganz vergessen hat. Ups. Papa, das war falsch. So spielt man nicht Fußball. Du hast gerade ziemlich Unsinn gemacht. Dafür kriegst du jetzt auch eine rote Karte. Tut mir leid, Peppa. Ich schätze, wir haben es übertrieben. Ist schon gut, Papa. Aber jetzt bist du dran, Schiedsrichter zu sein. Madame Gazelle hat heute eine Überraschung für die Spielgruppe. Oh, ist schon wieder Halloween? Ich verkleide mich als Zauberer. Tschu-tschu. Ich verkleide mich als Baum. Ich verkleide mich als Zauberbaum. Ja? Non, Kinder. Kürbisse werden nicht nur zu Halloween verwendet. Man benutzt sie auch an einem besonderen Feiertag in Amerika. Er heißt Thanksgiving. Darf ich an Thanksgiving denn trotzdem ein Zauberbaum sein? Natürlich, warum nicht? An Thanksgiving, man macht noch etwas anderes. Man macht ein schönes Füllhorn. Füllhorn was? Das klingt albern. Ein Füllhorn. Das ist ein hornförmiges Körbchen mit Früchten und Gemüse, die im Herbst wachsen. Wir werden unser eigenes machen. Ihr! Danke! Frisches Obst und Gemüse sind Dinge, für die ich dankbar bin. In einer Geschichte heißt es, dass Füllhörner sich sogar von allein nachfüllen.
fühlen. Oh, fühlt sich das hier von alleine? Leider nicht. Die Spielgruppe macht ihr eigenes Füllhorn für Thanksgiving und sammelt dafür Dinge, für die sie dankbar sind. Ich bin dankbar für Eicheln und Kürbisse. Puff! Ich gebe noch diesen Schokoriegel aus meiner Lunchbox dazu. Ich liebe Schokoriegel. Oh, ich beiße nur einmal ab. Wow. Die Verpackung ist sowieso das Beste daran. Das war knapp. Ihr habt zusammen ein wunderschönes Fühlhorn gemacht. Peppa zeigt nach der Schule Mama Wutz und Papa Wutz, was sie heute gelernt hat. Das ist ein Füllhorn. Es gehört zu Thanksgiving. Und erinnert uns daran, für unser leckeres Essen dankbar zu sein. Wirklich schön. Oh, aber dein Füllhorn erinnert mich daran, wie unglaublich hungrig ich bin. Das Auto ist viel zu schnell gefahren. Keine Sorge, daher ist es sehr wichtig, dass wir stoppen, gucken, horchen und immer erst beim grünen Männchen über die Straße gehen. Das grüne Männchen! Was haben wir gerade gelernt, Kinder? Stoppen, gucken und horchen. Alles klar, keine Autos. Gehen wir. Jetzt ist es sicher. Oh! Hallo, Papa! Hallo, Peppa! Hallo, Spielgruppe! Hallo, Papa Wutz! Oh, es ist grün. Na dann, bis später, Peppa! Danke für die Hilfe, Polizeiwachtmeister Panda. Das war doch gar nichts. Peppa und Polizeiwachtmeister Panda achten darauf, dass alle die Straßenverkehrsregeln befolgen. Nein, nein, nein. Emily, du musst auf deiner Straßenseite bleiben. Tut mir leid, Peppa. Mein Rad klemmt fest. Wir helfen dir. Tatü, 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 tatü. So bleibt die Straße sicher für Autos und Fußgänger. Oh. Pedro hat nicht gemerkt, dass das Ampelmännchen rot geworden ist. Pedro, das rote Männchen bedeutet nicht gehen. Danke, Peppa. Das war doch gar nichts. Moment mal, Freddy sieht wie ein Räuber aus. Wir müssen den Räuber fangen. Tatüta, tatatüta. Oh, rot bedeutet, ich muss stoppen. Da ist er ja. Jetzt haben wir ihn. Freddy, siehst du wie ein Räuber aus, weil du auch ein Räuber bist? Nein, mir gefallen nur Streifen. Oh, also bist du kein Räuber? Nein. Oh, dann darfst du weiterfahren. Aber nicht so schnell. Okay. Tschüss, Peppa. Au. Gut gemacht, Wachtmeisterin. Alle erinnern sich daran zu stoppen, zu gucken und zu horchen. Und sie gehen nur, wenn das Männchen grün ist. Das bedeutet, wir dürfen gehen. Das war doch gar nichts. Wachtmeister Panda. Peppa liebt es, alle zu beschützen. Und alle lieben es, sich sicher zu fühlen. Kommt schon. Das Feuerwerk fängt doch gleich schon an.
Peppa freut sich schon sehr auf das Feuerwerk heute. Verzeihung. Vorsicht, Peppa. Sie findet Feuerwerke sehr hübsch. Wow. Wuff. Hallo, Peppa. Du kommst genau richtig. Das Feuerwerk wird beginnen in 5, 4, 3, 2, 1. Das Feuerwerk geht so hoch hinauf. Oh. Peppa findet das Feuerwerk sehr laut. Das Feuerwerk ist wirklich laut, Opa. Oh je. Warum gehen wir nicht nach hinten? Es ist leiser, wenn wir weiter weg sind. Oh. Wir gehen nach hinten, wo das Feuerwerk nicht so laut ist. Gute Idee. Wir kommen mit euch. Entschuldigen Sie bitte. Wir schon wieder. Dürfen wir bitte durch? Geht's dir besser, Peppa? Ja. Danke, Klausi. Toll. So können wir alle das wunderschöne Feuerwerk bestaunen. Es hat so viele Farben. Rot und blau. Und grün. Oh, und gelb. Das Feuerwerk macht Peppa großen Spaß. Jetzt ist es Zeit für das große Feuerwerk. Es wird euch allen den Atem rauben. Größer? Bedeutet das lauter? Ah. Oh je! Was machen wir nur? Wir können nicht noch weiter zurück. Gehen wir besser nach Hause. Aber ich will mir das Feuerwerk ansehen. Ich will es nur nicht hören. Puff, ich hab es. Manchmal ist es in der Werkstatt meines Opas auch sehr laut. Dann benutze ich die hier. Kopfhörer? Ja, sie schützen deine Ohren und machen laute Geräusche etwas leiser. Willst du sie mal anprobieren? Wow, das ist viel besser. Danke, Klausi. Kein Grund zu schreien, Peppa. Du bist lauter als das Feuerwerk. Peppa Wutz Geschichten. Hab ein. Der hier ist groß. Oma Wutz hat Peppa und Schorsch darum gebeten, fürs Mittagessen nach Obst und Gemüse zu suchen. Als erstes brauchen wir eine Obstsorte, die grün oder rot sein kann. Was glaubt ihr, könnte das sein? Schorsch, wir haben keine Zeit, etwas zu essen. Wir müssen fürs Mittagessen Obst finden. Oh, ein Apfel. Die können rot oder grün sein. Als nächstes auf der Liste suchen wir nach einem langen Gemüse, das schön orange und richtig knackig ist. Ich weiß, Luisa Löffel bringt immer Karotten mit in die Spielgruppe. Die sind lang und orange und knackig. Opa, wo sind die Karottenbäume? Es wächst nicht alles auf Bäumen. Manche Gemüsesorten wachsen nämlich im Boden. Ich helfe dir, Schorsch. Als nächstes suchen wir ein Gemüse, das aussieht wie kleine Bäume. Ich sehe hier aber nur große Bäume, Opa. Und keine kleinen. Diese Sprossen sehen wie kleine Bäume aus. Das ist Brokkoli. Sehr gut gemacht, Peppa. Als letztes brauchen wir noch
Orangen. Seltsam, ich glaube nicht, dass ich Orangen anbaue. Falls es hier Orangen gibt, werden Schorsch und ich sie finden, Opa. Peppa und Schorsch suchen überall nach einer Orange. Orange! Das hat die richtige Farbe, aber es ist nicht das, wonach wir suchen. Orangen sind rund, Schorsch. Sie können aber nirgendwo eine finden. Wir haben sie! Das hat die richtige Farbe und es ist auch rund. Aber das ist ein Kürbis. Orangen! Wo hast du diese Orangen her, Oma? Wir suchten überall. Aus dem Supermarkt natürlich. Wow, es schneit. Los geht's. Peppa freut sich darauf, heute im Schnee zu spielen. Ja, los geht's. Aber Molly sieht nicht glücklich aus. Miau. Es ist so kalt. Schnee ist immer kalt. Das gehört dazu. Ich dachte nicht, dass es so kalt ist. Spielen wir besser im Haus, wo es warm ist. Oh, aber ich spiele lieber im Schnee. Peppa und Molly wissen nicht weiter. Ich hab's. Spielen wir einfach ein Spiel im Schnee und dann ein Spiel im Haus. Dann sehen wir ja, was besser ist. Okay, das klingt wie eine sehr gute Idee. Peppa und Molly bauen einen Schneemann. Er ist sehr groß. Das macht Spaß. Fehlt nur noch eine schöne Wollmütze. Au, ich denke, wir gehen jetzt besser rein und wärmen uns auf. Peppa und Molly haben eine Kissenburg gebaut. Sie ist sehr gemütlich und warm. So, sie ist fertig. Sie ist perfekt. Das war eine tolle Idee. Puh, es ist sehr warm hier drin. Warum spielen wir nicht etwas im Schnee, um abzukühlen? Peppa und Molly probieren viele verschiedene Spiele aus. Sie gehen im Freien rodeln. Hey! Sie trinken eine leckere heiße Schokolade. Und machen hübsche Schneeengel. Sie toben sogar im Haus herum. Und auch im Freien. Miau! Aber sie werden sich nicht einig, was besser ist. Wir haben alles versucht. Hallo, Peppa. Hallo, Molly. Wieso guckt ihr so traurig? Uns fällt einfach kein Spiel ein, das im Haus Spaß macht und auch im Freien. Das ist schwierig. Oh, wie wär's denn mit einem leckeren Fruchteis? Es besteht aus leckerem kalten Schnee und man isst es am besten im Haus, wo es warm ist. Danke, Frau Mümmel. Wow, danke. Peppa und Molly finden beide Eisessen am besten. Peppa und Luisa Löffel bauen heute eine Kissenburg. Achtung, fall nicht auf die Burg. Hab's gleich geschafft. Gut gemacht. Jetzt dekorieren wir noch den Innenraum. Es fehlt aber noch etwas. Etwas zu essen. Mama. Was für eine schöne Kissenburg. Kriegen wir bitte etwas zu essen? Natürlich. Ich bin gleich zurück. Wartet hier auf mich. Stellen wir uns vor, dass die Kissenburg riesengroß ist. Oh.
Fang, Peppa! Stellen wir uns vor, dass der Boden so stark federt. Wie ein Trampolin. Quiek! Guck, wie stark er federt! Oh nein! Der Ball ist da drüben. Hüpfen wir ihm doch hinterher! Dieser Raum ist grün. Stellen wir uns vor, er ist matschig. Aber der Ball ist nicht hier. Ist er da drüben? Dieser Raum ist blau. Also stellen wir uns vor, er ist kalt. Da ist der Ball. Hurra! Lasst uns hinausgehen. Von wo sind wir reingekommen? Peppa, wo bist du? Wir finden nicht aus der Kissenburg. Ich hol euch da raus. Nein, Mama. Die Kissenburg ist zu klein für Erwachsene. Oh, ich passe überall durch. Mama Wutz steckt fest. Mama, dein Gewackel lässt die Burg einstürzen. Tut mir leid. Nach diesem Fantasiespiel bin ich jetzt sogar noch hungriger. Ich hab dir was zu essen mitgebracht. Wir müssen es nur finden unter diesen Kissen. Peppa Wutz Geschichten. Das ist so schwammelig. Peppa und ihre Spielgruppe spielen heute viele Spiele. Fühlt sich an wie Wackelpudding. Richtig. Aha, das ist eine Banane? Wieder richtig. Schmeckt auch wie eine Banane. Du bist dran, Pedro. Aber ich will nicht etwas Schwabbeliges angreifen. Das macht doch nichts. Unsere schwabbeligen Dinge waren lecker. Oh, es ist kalt. Es ist aus Metall. Ist es ein Schlüssel? Genau. Gut gemacht, Pedro. Hurra! Es ist ein Schlüssel zu unserer magischen Kiste. Ihr müsst noch zwei finden, um den Preis herauszubekommen. Oh. Wo finden wir die anderen, Madame Gazelle? In unserem nächsten Spiel natürlich. Dies sind Piñatas. In ihrem Inneren befinden sich tolle Überraschungen. Wie kriegen wir die raus? Ihr brecht sie auf mit diesen Schaumstoffschlägern. Sie ist voller Schnee. Meine auch. Hurra! Ich hab's geschafft, der zweite Schlüssel. Jetzt fehlt nur noch einer. Das Spiel übergibt das Paket. Ich auch. Ich auch. Oh. Oh, ich dachte, ich hätte gewonnen. Das ist aber ein sehr, sehr langes Lied. Was ist los? Die Musik ist aus. Hurra! Peppa und ihre Freunde haben alle drei Schlüssel gefunden. Jetzt können sie ihren Preis herausfinden. Wow! 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 Weihnachtskekse!
hast es geschafft, Peppa. Ihr habt das alle gemeinsam geschafft, Pedro. Hurra! Peppa Wutz Geschichten. Platz, Platz. Peppa und Schorsch helfen heute bei der Zubereitung des Weihnachtsessens. Sie lassen für das Gemüse ein Bad ein. Ja, es braucht Badespielzeug. Viel Spaß damit, Gemüse. Das hatte ich nicht gemeint, als ich sagte, wasch das Gemüse. Ich habe die Kartoffeln fertig gekocht. Willst du sie zusammen mit Schorsch dampfen? Ja, ja. Kartoffeln. Nicht mit euren Händen, sondern damit. Okay, Papa. Nun, was ist jetzt dran, Mama Wutz? Fertig. Oh, das war flott. Ihr habt aus den Kartoffeln ein Iglu gemacht. Wie lustig. Wollt ihr mir mit der Kuchenglasur helfen? Ja, bitte. Geben wir etwas grüne Glasur darauf und machen ein paar Kleckse mit weißer Glasur, sieht es aus wie ein Mistelzweig. Mistelzweig. Hurra! Wir sind dran, wir sind dran. Bitte sehr, Peppa. Du machst die Blätter und Schorsch, du machst die... Oh. So in etwa? Na ja, nicht ganz, aber das macht viel mehr Spaß als Mistelzweige. Es sieht aus wie ein Schneemann. Schneemann! Oma und Opa Wutz kommen zum Weihnachtsessen vorbei. Frohe Weihnachten aller! Oh, oh je. Peppa und Schorschs Weihnachtsessen sieht schlimmer aus, als Oma Wutz erwartet hat. Peppa und Schorsch haben uns mit dem Weihnachtsessen geholfen. Normalerweise machen wir es ganz anders. Oh. Ja, aber so macht es mehr Spaß. Peppa und ihre Familie genießen zusammen das Weihnachtsessen. Sie lachen viel. Und erfinden neue lustige Traditionen. Frohe Weihnachten allerseits. Frohe Weihnachten. Heute ist Sportfest in Peppas Spielgruppe. Es gibt Team Rosa und Team Blau. Beide Teams versuchen, die Goldmedaille zu gewinnen. Ich werde gewinnen! Oh! Ups. Luisa Löffel fällt das Sackhüpfen ziemlich schwer. Yippie! Emily Elefant aus Team Rosa hat das Sackhüpfen gewonnen. Hurra! Du bist so schnell! Quick! Oh nein! Ich hab verloren! Du gabst dein Bestes. Und wir können noch gewinnen! Wuff! Der nächste Wettkampf ist das Eierlaufen. Schneller, Peppa! Quick, schneller! Peppa fällt es aber schwer, das Ei zu balancieren, wenn sie schnell läuft. Langsamer, Peppa! Lass das Ei nicht runterfallen! Okay. Lauf langsamer, Klausi. Aber lauf nicht zu langsam. Langsamer, schneller, langsamer. Jetzt schneller. Oh, nein! Puh!
Gut gemacht! Wir haben gewonnen! Beide Teams haben derzeit einen Punkt. Nun ist das Ringwurfspiel dran. Das Team, von dem mehr Ringe auf dem Holzstab landen, gewinnt das Sportfest. Das ist ein Punkt für beide Teams. Noch ein Punkt für beide Teams. Es steht unentschieden. Luisa und Freddy, ihr seid dran. Wenn ich daneben werfe, verlieren wir. Ruff. Mach dir keine Sorgen um den Sieg. Gib einfach dein Bestes. Und hab super viel Spaß. Aber wir haben trotzdem viel Spaß gehabt. Du hast recht, Peppa. Gut gemacht, Team Rosa. Ihr bekommt Goldmedaillen. Ja. Und Team Blau war ebenfalls richtig gut. Ihr bekommt Silbermedaillen. Ja. Team Rosa und Team Blau lieben das Sportfest. Jeder liebt ein Sportfest. Peppa macht es großen Spaß, mit ihren Freunden im Schnee zu spielen. Mir ist kalt. Doch bei jedem Spiel sind sie am Ende voller kaltem Schnee. Hallo, Papa. Peppa! Du bist ja voller Schnee. Es ist Zeit, dass du reinkommst und dich aufwärmst. Sonst wirst du zu einem Schneemonster. Schneemonster gibt es nicht, Papa. Dürfen wir denn noch 5 Minuten spielen? Bitte! Also gut, noch 5 Minuten. Ja! Oh je. Peppa und ihre Freunde spielen vergnügt im Schnee. Sie haben gar keine Angst davor, sich in Schneemonster zu verwandeln. Auf zur Schneeballschlacht! Ja! Mich wirst du nie treffen, Peppa! Habt ihr das gehört? Es klang wie ein... Hat jemand meine Brille gesehen? Ein Schneemonster! Schnell, verstecken wir uns. Ach, hey. Verstecken wir uns hier. Puh! Das Schneemonster wird uns hier nicht finden. Oh. Das Schneemonster hat sie gefunden. Peppa, ich bin es. Oh, das ist kein Schneemonster. Es ist Papa Wutz. Ich hab es euch ja gesagt. Es gibt keine Schneemonster. Komm mit, Papa. Wir werden dich aufwärmen und den ganzen Schnee zum Schmelzen bringen. Und sucht auf dem Weg nach meiner Brille. Ihre Brille! Oh. Hurra! Danke, Lucy. Papa Wutz ist sehr froh, wieder zu Hause im Warmen zu sein. Er ist jetzt kein Schneemonster mehr. Im Haus wärmen sich alle mit einer heißen Schokolade auf. Sogar Schneemonster mögen heiße Schokolade. Musik
Enten schwimmen in ihrem Teich. Sie sind sehr glücklich. Hier kommen Peppa, Schorsch, Mama Wutz und Papa Wutz. Hallo Enten! Die Enten möchten gern Brot haben. Tut mir leid, Frau Ente. Wir haben heute kein Brot dabei. Dafür haben wir etwas viel Lustigeres. Peppa hat ihr Spielzeugboot mitgebracht. Und Schorsch hat sein Spielzeugboot mitgebracht. Komm, wir ziehen dein Boot auf, Schorsch. Schorschs Boot hat einen Motor zum Aufziehen. Schnell, Schorsch, setz das Boot in den Teich, bevor der Motor wieder anhält. Schorsch liebt sein Aufziehboot. Mama, kannst du mein Boot aufziehen? Dein Boot braucht man nicht aufzuziehen, Peppa. Peppas Boot ist ein Segelboot. Es wird vom Wind angetrieben. Ich mag mein Boot nicht. Es macht ja überhaupt nichts. Das liegt daran, dass heute kein Wind ist. Vielleicht braucht es ein bisschen Hilfe. Ich keuche und ich schnaufe und ich puste dein Boot davon. Hurra! Das war wirklich schnell. Peppa liebt ihr Segelboot. Da ist Peppas Freundin, Luzi Locke. Hallo zusammen. Hallo, Luzi. Wir spielen mit unseren Booten. Ich habe ein Rennboot. Ist das zum Aufziehen? Nein, es hat Batterien. Luzis Rennboot hat Batterien, die es antreiben. Oh. Was für ein großartiges Rennboot. Entschuldigung, Frau Ente. Da kommt Klausi Kleff mit Opa Kleff. Hallo zusammen. Hallo Klausi. Mein Opa hat mir einen Schaufelraddampfer gebaut. Ich muss sagen, das ist beeindruckend. Wie funktioniert es? Es hat eine Dampfmaschine. Ich muss nur diesen kleinen Hebel umlegen. Was für ein fantastischer Schaufelraddampfer. Da kommt Luisa Löffel mit ihrer Mutter. Hallo zusammen. Hallo Luisa. Wir spielen mit unseren Booten. Ich hätte auch gerne ein Boot. Luisa Löffel hat kein Boot. Ich habe eine Idee. Zum Glück habe ich eine Zeitung dabei. Mir reicht eine einzige Seite. Welche brauche ich denn nicht? Nachrichten? Sport? Ah, Mode. Nicht die Modeseite. Na gut, ich nehme die Wirtschaftsseite. Als ich ein kleines Schweinchen war, habe ich immer Zeitungen gefaltet. Und zwar so. Was macht Papa Wutz denn da? Ein Papierschiffchen. Papa Wutz hat ein Papierschiffchen gefaltet. Danke, Papa Wutz. Schorsch will auch ein Papierschiffchen haben. Hoho, ich glaube, ich komme auch ohne die Sportseite aus. Kann ich bitte auch eins haben? Ich auch. Hoho, natürlich. Papa Wutz faltet Papierschiffchen für alle. Wie wär's mit einem Rennen? Gute Idee, Mama Wutz. Wir keuchen und schnaufen und pusten die Schiffchen davon. Alle mal tief einatmen. Achtung, fertig, pust! Wir haben einen Sieger. Wer hatte die Sportseite? Das ist Schorschs Boot. Schorsch hat gewonnen. Hurra! Ich liebe Boote und Papierschiffchen am allermeisten. Ich auch! Jetzt ist es Zeit, nach Hause zu gehen. Alle haben sich prächtig amüsiert. Wiedersehen! Wiedersehen, Entchen. Bis bald. Den Enten haben die Schiffchen gefallen. Aber jetzt haben sie ihren Teich auch gern wieder für sich. Ich habe noch mehr Kartoffeln ausgegraben. Aber Opa, wir haben schon so viele Kartoffeln. Och, Kartoffeln kann man nie genug haben. Na gut, dann schieb die Kartoffeln in den Ofen. Die anderen sind bald da. Hoho, es ist noch genug Zeit. Es ist erst 11 Uhr. Peppa und ihre Familie sind auf dem Weg. Wären wir nur früher losgefahren, wir kommen wieder zu spät. Keine Sorge, Mama Wutz. Wir haben noch massig Zeit.
Wir kommen immer zu spät, wenn wir zu Oma und Opa fahren. Hoho, diesmal nicht. Ich habe einen neuen Weg gefunden, um dem Verkehr auszuweichen. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Peppa und ihre Familie stecken im Stau. Guck mal, da sind Klausi Kleff und Opa Kleff. Klausi Kleff und Opa Kleff stecken auch im Stau. Hallo, Peppa. Hallo, Peppa. Wir fahren zu Oma und Opa zum Essen, aber wir kommen wieder zu spät. Es ist 1 Uhr. Sie sind zu spät. Wie immer. Wie weit sind deine Kartoffeln? Sie brauchen noch ein ganz kleines bisschen. Oma Wutz am Apparat. Hallo, Oma Wutz. Wir stecken noch im Stau. Keine Sorge, wir sind auch spät dran. Opa hat es mit den Kartoffeln etwas übertrieben. Bis gleich. Die Ärmsten, sie stecken noch im Stau fest. Oh, dann habe ich ja Zeit, um noch ein paar Kartoffeln zu holen. Opa Wutz. Es geht ja so langsam. So kommen wir nie zu Oma und Opa. Peppa hat recht. Wir müssen anders fahren. Aber es gibt keine weiteren Hauptstraßen. Ich weiß eine Abkürzung. Auf Wiedersehen, ihr alle. Wir nehmen die Abkürzung. Wiedersehen, Peppa. Viel Glück. Mama Wutz nimmt eine Abkürzung, um den Stau zu umfahren. Die Abkürzung ist sehr holperig. Das macht Spaß. Bist du dir da ganz sicher? Vertrau mir. Hallo Enten, wir nehmen eine Abkürzung. Seht ihr, da ist wieder die Hauptstraße. Gut gemacht, Mama Wutz. Aber wir sind immer noch hinter Klausis Laster. Hallo. Wen haben wir denn da? Oh je, die Abkürzung von Mama Wutz hat nicht sehr gut funktioniert. Gut. Essen ist fertig. Und am allerwichtigsten, die Kartoffeln sind auch gar. Das Essen ist fertig, aber Peppa und ihre Familie sind immer noch nicht da. Opa Wutz am Apparat. Wir sind schon fast bei euch. Aber die Autos bewegen sich nur im Schneckentempo. Eine sehr, sehr langsame Schnecke. Sie sind fast da. Aber sie stecken immer noch im Stau. Die Ärmsten. Das Essen wird ja ganz kalt. Ich habe eine Idee. Ich hole meine Schubkarre. Was hat Opa Wutz vor? Oma Wutz, wir laden jetzt das Essen in die Schubkarre. Zu Befehl, Opa Wutz. Wenn Sie nicht zum Essen kommen können, dann muss das Essen eben zu Ihnen kommen. Seht mal, da sind Oma und Opa mit dem Essen in einer Schubkarre. Wutz, ahoi! Das Essen wird serviert. Habt ihr genug dabei, damit auch Klausi und sein Opa was abbekommen? Es ist genug für alle da. Hurra, Kartoffeln! Gut, dass du so viele Kartoffeln gebacken hast, Opa. Hoho, Kartoffeln kann man doch nie genug haben. Es ist schon fast Schlafenszeit. Peppa und George sind gerade fertig mit dem Abendessen. Papa Wutz. Oh, Verzeihung, ich bin ein bisschen müde. Es war ein langer Tag. Schorsch und ich sind noch gar nicht müde. Können wir im Garten spielen? Aber es ist schon fast Schlafenszeit. Können wir wenigstens noch ein bisschen draußen spielen? Bitte, Mama. Bitte, Papa. Na gut. Aber wenn wir euch zum Baden rufen, kommt ihr. Ich weiß nicht, woher sie diese Energie haben. Peppa und Schorsch spielen draußen noch ein letztes Spiel, bevor Schlafenszeit ist. Guck, Schorsch, ganz viele Matschepfützen. Peppa und Schorsch haben ihre Gummistiefel an. Sie wollen in den Matschepfützen herumhüpfen. Peppa liebt es, in Matschepfützen herumzuhüpfen. Schorsch liebt es, in Matschepfützen herumzuhüpfen. Guck, die größte Matschepfütze der Welt. Was für eine riesengroße Matschepfütze. Peppa,
George, Badezeit. Papa, Mama, wir waren in der größten Matschepfütze der Welt. Das sehe ich. Schnell, ab ins Bad. Oh, können wir nicht noch ein kleines bisschen spielen? Hoho, nein, jetzt ist Badezeit. Seid ihr beiden überhaupt nicht müde? Nein, Papa, nicht mal ein glitzekleines bisschen müde. Peppa und Schorsch sind vielleicht nicht müde, aber ich schon. Ich auch. Bevor Schlafenszeit ist, nehmen Peppa und Schorsch ein Bad. Peppa liebt es zu spritzen. Schorsch liebt es zu spritzen. Peppa und Schorsch lieben es, beide zu spritzen. Jetzt ist genug gespritzt. Jetzt abtrocknen und Schlafanzüge an. Oh, können wir nicht noch ein kleines bisschen länger baden? Haha, Badezeit ist vorbei. Jetzt ist Zeit zum Zähneputzen. Vor dem Schlafengehen putzen Peppa und Schorsch ihre Zähne. Das reicht, genug gebürstet. Ab ins Bett. Oh, ich glaube, unsere Zähne sind noch nicht ganz sauber. Wenn ihr im Bett seid, liest Papa Wutz euch noch eine Geschichte vor. Hurra! Peppa und Schorsch lieben Geschichten. Wenn Peppa ins Bett geht, nimmt sie ihren Teddy immer mit unter die Decke. Wenn Schorsch ins Bett geht, nimmt er seinen Dinosaurier immer mit unter die Decke. Seid ihr jetzt endlich müde? Nein, Papa. Wir brauchen noch ganz viele Geschichten. Papa Wutz liest euch eine Geschichte vor. Also, welches Buch wollt ihr? Das Rote Affenbuch. Na gut, ich lese euch das Rote Affenbuch vor. Peppa und Schorsch lieben das Buch vom Roten Äffchen. Es war einmal... Oh, Verzeihung, Papa Wutz. Es war einmal ein rotes Äffchen. Dieses rote Äffchen nahm ein Bad. Und es putzte seine Zähne. Dann ging es ins Bett. Und schon bald schlief es tief und fest. Gute Nacht, rotes Äffchen. Peppa und Schorsch sind eingeschlafen. Gute Nacht, Peppa und Schorsch. Schlaft schön. Jetzt sind Peppa und Schorsch im Bett. Und Mama Wutz und Papa Wutz wollen ein bisschen Fernsehen. Und nun ist es wieder Zeit für den genialen Inspektor Kartoffel. Auf die Sendung habe ich mich schon so gefreut. Der geniale Inspektor Kartoffel ist immer im Einsatz. Er rennt schnell, er springt hoch, er schläft niemals. Es ist Schlafenszeit für Peppa und Schorsch. Und es sieht aus, als wäre es auch Schlafenszeit für Mama und Papa Wutz. Heute ist das große Sportfest. Peppa und ihre Freunde sind auch da. Alle Kinder, bitte an den Start kommen. Alle müssen so schnell rennen, wie sie können. Ich glaube, ich gewinne. Ich bin nämlich sehr schnell. Ich renne schneller als du. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ich schaffe mindestens 100 Kilometer pro Stunde. Und ich mindestens 1 Million Kilometer pro Stunde. Peppa, Luzi, nicht reden. Laufen. Oh. Luisa Löffel führt. Oh je, Peppa und Luzi liegen weit zurück. Schneller! Luisa Löffel hat gewonnen. Und Peppa und Luzi sind die Letzten. Die Gewinnerin ist Luisa Löffel. Hurra! Dankeschön. Eigentlich hätte ich gewonnen, wenn du nicht immer geredet hättest, Luzi. Na, na, Peppa. Vergiss nicht, nicht das Gewinnen zählt, sondern das Dabeisein. Ja, Papa. Der nächste Wettkampf ist der Weitsprung. Schorsch und Linus wollen herausfinden, wer weiter springen kann. Schorsch, renn so schnell, wie du kannst. Und dann spring so weit, wie du kannst. Schorsch, auf die Plätze. Fertig, los! Schorsch ist gesprungen, so weit er konnte. Und jetzt ist Linus Löffel dran. Wenn Linus nicht Anlauf nimmt, dann wird er nicht weit kommen. Linus Löffel, auf die Plätze. Fertig, los!
Linus Löffel ist weitergesprungen als Schorsch. Der Gewinner ist Linus Löffel. Hurra! Schorsch, vergiss nicht. Nicht das Gewinnen zählt, sondern das Dabeisein. Als nächstes kommt der Staffellauf. Jedes Kind läuft mit einem älteren Teil zusammen. Peppa, nimm mich, nimm mich. Aber Papa, du bist im Rennen nicht gerade der Schnellste. Als junges Schwein war ich einfach unschlagbar. Aber jetzt hast du einen Dickbauch. Aber ich komme noch an meine Zehen. Beinahe. Schon klar, Papa. Aber bitte renn so schnell du kannst. Als erstes laufen die Mamas und Papas. Dann übergeben sie den Kindern ihren Stab. Mamas und Papas, auf die Plätze, fertig, los! Schneller, Papa! Schneller! Papa Wutz führt. Schneller, Papa! Danke, Papa, das war sehr gut. Jetzt muss ich die Staffel nehmen. Peppa, nicht reden, lauf! Oh! Der Sieger ist Emily Elefant. Hurra! Oh, Papa, ich habe noch keinen Preis gekriegt. Keine Sorge, Peppa, ein Wettkampf kommt noch. Und jetzt zum letzten Wettkampf des Tages. Tauziehen, Jungen gegen Mädchen. Wenn ich los sage, zieht ihr so fest am Seil, wie ihr könnt. Die Mädchen gewinnen. Werden sie nicht. Die Jungs gewinnen. Auf die Plätze, fertig, los. Fester Jungs. Kommt schon, zieht. Fester Mädchen. Zieht. Ich ziehe doch. Alle ziehen so fest, dass das Seil reißt. Oh! Das Ergebnis ist unentschieden. Beide Mannschaften haben gewonnen. Hurra! Ich liebe das große Sportfest. Besonders, wenn ich einen Preis gewonnen habe. Peppa und Schorsch spielen mit Pedro Pony. Sie hüpfen in Matschepfützen. Oh, ah! Pedro ist ausgerutscht. Seine Brille ist runtergefallen. Nee. Wo ist meine Brille geblieben? Ohne Brille kann Pedro nicht so gut sehen. Oh. Schorsch hat Pedros Brille gefunden. Oh. Dummer Schorsch. Hier ist sie wieder. Dankeschön. Pedro, warum trägst du eigentlich eine Brille? Ich brauche sie. Der Optiker hat das gesagt. Was ist ein Optiker? Mein Vater ist Optiker. Er guckt nach, ob du gut sehen kannst. Aber wie? Kann er in deinen Kopf schauen? Er macht einen Sehtest. Soll ich mal deine Augen testen? Ja, wir machen einen Sehtest. Wird gemacht. Hm, interessant. Mach ein Auge zu und sag, was du siehst. Ich sehe da Schorsch. Beide Augen bitte zumachen. Jetzt sehe ich gar kein bisschen mehr. Hm, gar kein bisschen mehr. Alles sehr interessant. Ich schätze, du brauchst eine Brille. Oh, wirklich? Ja. Pedro, wir fahren. Wiedersehen, Pedro. Nee. Wiedersehen. Mama, ich brauche eine Brille. Was? Pedro hat meine Augen getestet und ich brauche eine Brille. Ich glaube, deine Augen sind gut. Nein, Mama, wenn ich meine Augen zumache, dann kann ich gar nichts sehen. Aber niemand kann sehen, wenn er die Augen geschlossen hat. Oh. Wer meint, er braucht einen Sehtest? Pedro weiß alles über Sehtests. Sein Vater ist Optiker. Abgemacht, Peppa. Wir gehen zum Optiker und du machst einen Sehtest. Gehen wir sofort? Schorsch, willst du auch einen Sehtest machen? Nein. Peppa ist beim Optiker. Nee. Der Optiker ist Herr Pony. Hallo, Peppa.
Bitte nimm Platz. Und? Was kann ich für dich tun? Ich möchte bitte einen Sehtest machen. Aber gern. Setz diese Spezialbrille auf und dann schau auf die Tafel. Herr Pony testet Peppas Sehkraft. Kannst du mir bitte diese Buchstaben vorlesen? Ja, gern. A, B, C, D, E, F. Gut. Und jetzt die Zahlen, bitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehr gut. Und jetzt bitte diese Farben. Rot, grün, orange, blau, gelb, lila. Exzellent. Möchtest du ein paar Brillen anprobieren, solange ich den Test auswerte? Ja, gern. Was sagst du zu dieser hier, Peppa? Die ist witzig. Finde ich auch. Und was sagst du zu der? Die ist viel zu groß. Was ist mit dieser? Ui, die mag ich ganz doll, Mama. Ja, Peppa, du siehst fantastisch aus. Ich sehe fantastisch aus. Gute Neuigkeiten. Peppas Sehkraft ist bestens. Oh, also brauche ich gar keine Brille? Nein. Aber ich würde gerne eine Brille tragen. Oh, ich schlage vor, du nimmst einfach eine Sonnenbrille. Ja, eine Sonnenbrille. Hier, bitte sehr. Fantastisch. Die Sonne soll jetzt jeden Tag scheinen. Dann kann ich immer meine Sonnenbrille anziehen. Das ist die Tankstelle von Opa Clef. Da kommen Peppa und ihre Familie mit ihrem Auto. Hallo Klausi. Hallo Peppa. Was können wir für euch tun? Wir haben Benzin, Luft für die Reifen und eine neue automatische Waschanlage. Zwei Eis am Stiel, bitte. Oh, aber sicher. An der Tankstelle von Opa Cliff gibt es viel zu kaufen. Sogar Eis am Stiel. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich liebe unser Auto. Hoho, und unser Auto liebt uns auch. Oder nicht? Auweia, das Auto ist stehen geblieben. Das ist nicht gut. Es springt nicht an. Ich weiß was. Ich rufe Opa Clef an. Opa Clef am Apparat. Hilfe, unser Auto ist kaputt gegangen. Klausi, wir haben einen Notfalleinsatz. Yippie! Rettungsaktion läuft! Rettungsaktion läuft! Guck mal, da sind Klausi und Opa Clef! Hurra! Opa Clef weiß alles über Autos. Ist es was Ernstes? Nein, ihr habt bloß kein Benzin mehr. Was sollen wir tun? An meiner Tankstelle gibt es genug Benzin. Ich schleppe euch ab. Opa Clef schleppt Peppas Auto zurück zu seiner Tankstelle. Opa Clef tankt Peppas Auto mit Benzin auf. Danke, Opa Clef. Da kommt Luzi Locke mit ihrer Mama angefahren. Hallo, Peppa. Hallo, Luzi. Wir hatten kein Benzin mehr. Opa Clef hat uns gerettet. Boah, wie aufregend. Tschüss, bis später. Wiedersehen. Oh nein, aus dem Reifen ist die ganze Luft raus. Muss Opa Clef uns retten kommen? Ich glaube schon. Opa Clef am Apparat. Verstehe. Keine Panik, Mama Locke, bin unterwegs. Rettungsaktion läuft. Darf ich auch mit? Hüpf an Bord, Peppa. Rettungsaktion läuft. Rettungsaktion läuft. Hallo, Luzi. Wir kommen, um euch zu retten. Hurra! Opa Clef füllt wieder Luft in den Reifen. Danke, Opa Clef.
Hier kommen Oma und Opa Wutz mit ihrem Auto. Hallo zusammen! Hallo, Opa Wutz. Hättet ihr gern etwas Benzin oder Luft? Nein, danke. Ich möchte deine neue Waschanlage ausprobieren. Selbstverständlich. Sie ist computergesteuert. Willkommen! Ich bin die Waschanlage der Zukunft. Zuerst Seifenlauge. Dann spülen. Und zum Schluss polieren. Entschuldigung, ein Fehler ist aufgetreten. Auweia, der Computer ist kaputt und Opa Wutz' Auto steckt fest. Ah, unternimm etwas, Opa Clef. Oh, ich weiß nicht, wie man Computer repariert. Mein Papa hat unseren Computer repariert. Ich habe ihn eigentlich nicht repariert, ich habe ihn bloß... Gut, dann ist das ein Auftrag für Papa Wutz. Vielleicht schalte ich ihn einfach mal aus. Und dann schalte ich ihn wieder ein. Papa Wutz hat die Waschanlage repariert. Hurra! Opa Clef ist der beste Autoreparierer. Aber mein Papa hat die Waschanlage repariert. Peppa und Schorsch gehen heute auf den Spielplatz. Sollen wir zum Spielplatz fahren? Nein, wir laufen. Guck mal, der ist doch gleich da drüben. Der Spielplatz ist ganz in der Nähe. Hoho, na gut, wir laufen. Alle Mann hier entlang. Wir gehen auf den Spielplatz, wir gehen auf den Spielplatz. Oh, wo ist der Himmel hin? Keine Sorge, Peppa, das ist bloß Nebel. Was ist Nebel? Nebel ist eine Wolke, die auf dem Boden ist, statt oben am Himmel. Oh. Das ist sehr dichter Nebel. Ich sehe gar nichts mehr. Wir gehen besser wieder nach Hause. Ja, wir gehen ein andermal auf den Spielplatz. Es ist zu neblig, um den Spielplatz zu finden. Peppa und ihre Familie müssen wieder nach Hause gehen. Also, wo geht's nach Hause? Haben wir uns verirrt, Papa Wutz? Hoho, keine Sorge. Ich weiß genau, wo wir sind. Hier lang. Wer hat den Baum hier hingestellt? Papa Wutz ist gegen einen Baum gelaufen. Alles in Ordnung, Papa Wutz? Ja, alles klar. Hier lang. Papa Wutz, weißt du, wo du hingehst? Ja, natürlich, Mama Wutz. Ich glaube, wir finden unser Haus niemals wieder. Sicher finden wir es wieder, Peppa. Wir sind bloß in unserem Garten. Oh, die Enten. Hallo, ihr Enten. Habt ihr euren Teich verloren? Wir haben uns verlaufen. Wir haben uns nicht verlaufen. Ich weiß genau, wo wir sind. Auf Wiedersehen, ihr Enten. Viel Glück beim Teichsuchen. Oh! Papa Wutz hat den Ententeich gefunden. So ein Glück. Ja, ein echter Glücksfall. Papa, die Enten sagen Dankeschön. Es war mir ein Vergnügen, liebe Enten. So, jetzt suchen wir unser Haus. Ich bin sicher, es geht hier lang. Hallo! Habt ihr auch was gehört? Ja, ich glaube, ich hörte, wie jemand sagt... Hallo! Es ist Frau Löffel mit Luisa und Linus. Hallo, Peppa, wir haben uns verlaufen. Hallo, Luisa, wir uns auch. Wir wollten eigentlich zum Spielplatz gehen. Ja, wir auch. Aber es ist zu neblig, um dahin zu kommen. Alle Mann hier lang. Zurück zu unserem Haus, bis der Nebel sich verzieht. Papa Wutz, weißt du, wo du hingehst? Natürlich weiß ich das. Hier lang. Ja, Papa Wutz. Aha, ich habe unseren Hügel gefunden. Gleich sind wir zu Hause. Unser Haus steht nämlich genau hier. Oh, Papa Wutz hat eine Leiter gefunden. Das ist komisch. In unserem Garten gibt's keine Leiter. Du meine Güte!
Kannst du sehen, wo wir sind, Papa Wutz? Ja, kann ich. Papa, wo sind wir? Komm und guck's dir an. Mach ich. Ui. Ui. Jetzt kann ich wieder alles sehen. Der Nebel verzieht sich. Wir sind auf dem Spielplatz. Hurra! Hui! Wir sind auf dem Spielplatz. Wir sind auf dem Spielplatz. Hui! Wippen. Wippen. Papa! Mama! Wir sind auf dem Spielplatz. Na, was für ein Glück. Ich dachte bloß, wir wollten nach Hause. Dachte ich auch. Vielleicht haben wir uns doch ein kleines bisschen verlaufen. Draußen regnet es und das Kindergartendach hat ein Loch. Kinder, wir veranstalten einen Flohmarkt. Und von dem Erlös bekommt unser Kindergarten ein neues Dach. Hurra! Jeder von euch sollte etwas für den Flohmarkt spenden. Was zum Beispiel? Altes Spielzeug oder irgendetwas, was ihr nicht mehr braucht. Miau. Da kommen die Eltern, um ihre Kinder abzuholen. Schluss für heute. Und denkt an euer altes Spielzeug für den Flohmarkt morgen früh. Peppa sucht ein Spielzeug für den Flohmarkt aus. Peppa, hast du dich entschieden? Du brauchst nur ein Spielzeug zu spenden. Ja, und denk dran, es ist für das neue Kindergartendach. Na gut, dann spende ich den Dinosaurier. Der Dinosaurier ist das Lieblingsspielzeug von Schorsch. Peppa, du kannst doch nicht den Dinosaurier weggeben. Wirklich nicht? Nein. Wenn ihr meint. Entschuldigung, Schorsch. Sausia. Warum nimmst du nicht dein altes Schachtelmännchen? Also gut, jetzt bist du dran, Papa. Was? Wir müssen alle was für den Flohmarkt spenden. Ich spende diesen Hut und Schorsch spendet den gepunkteten Ball. Und was soll Papa spenden? Ich weiß, du nimmst den Fernseher. Nicht den Fernseher. Nein, den brauchen wir noch. Ich weiß was. Papas stinkige Pantoffeln. Nein, zu stinkig. Ich weiß was. Papas alten Sessel. Aber der ist antik. Was heißt denn antik? Antik heißt, er ist sehr alt und wertvoll. Aber du hast ihn auf dem Sperrmüll gefunden, Papa Wutz. Er ist wertlos. Wenn ich ihn repariere, ist er viel Geld wert. Aber das sagst du schon ewig, Papa Wutz. Ich weiß was. Ich spende diese Socken. Selbst gestrickt von Oma Wutz. Gut. Ich komme, um eure Sachen für den Flohmarkt abzuholen. Hier, bitte sehr. Dankeschön. Und wollen Sie auch noch diesen alten Sessel? Oh, wie großzügig. Wiedersehen. Wiedersehen. Mama, du hast Papas Sessel weggegeben. Sch, sag's ihm nicht, das merkt er doch nie. Der Flohmarkttag ist gekommen. Hallo. Hallo, Frau Löffel. Peppa, wie wär's mit diesem Sessel? Er ist ein bisschen schäbig, aber ihr könnt ihn zu Feuerholz verarbeiten. Aber der ist antik. Wirklich? Papa sagt, der ist ein Haufen Geld wert. Also sowas, dann gehe ich aber mit dem Preis rauf. Wiedersehen. Hallo zusammen. Hallo, Peppa. Was hast du gespendet, Luzi? Mein Krankenschwesterkostüm. Und ich meinen Papageienballon. Und ich meinen Kuschelaffen. Ich werde mein Schachtelmännchen vermissen. Ich hätte gern dieses Schachtelmännchen, bitte. Und ich dieses Krankenschwesterkostüm. Den Papageienballon, bitte. Mama, Mama, guck, was wir gekauft haben. Euer altes Spielzeug. Wir haben's vermisst. Guckt mal, was ich gekauft habe. Einen antiken Sessel. Oh, Papa Wutz, das ist kein antiker Sessel. Eben doch. Frau Löffel hat es gesagt. Und der passt zu meinem alten. Ja, Papa. Und das liegt daran... Shh, Peppa. ...dass es dein alter Sessel ist.
Was? Aber Frau Löffel hat mir gerade einen Haufen Geld dafür abgeknöpft. Fantastische Neuigkeiten erschaffen. Wir haben jetzt genug Geld beisammen für ein neues Kindergartendach. Hurra! Danke, Herr Wutz. Ho, ho. Sehr gern geschehen. Papa Wutz trägt seine Badehose. Mama Wutz trägt ihren Bikini. Peppa trägt ihren Badeanzug. Beeil dich, Schorsch. Wir warten schon alle. Schorsch trägt seine Badehose. Peppa, Schorsch, Papa zieht euch noch eure Schwimmflügel an. Hier, Schorsch. Mit den Schwimmflügeln siehst du schon groß aus. Jetzt ich. Gut, jetzt können wir ins Wasser gehen. Hurra! Schorsch ist zum ersten Mal im Schwimmbad. Steck doch erst mal einen Fuß ins Wasser. Vielleicht solltest du mal den anderen Fuß probieren. Vielleicht sollte Schorsch einfach beide Füße nehmen. Gute Idee. Gut gemacht, Schorsch. Aber vielleicht könntest du weniger rumspritzen. Da kommt Luisa Löffel mit ihrem kleinen Bruder Linus Löffel. Hallo, Luisa. Hallo zusammen. Linus, halt dich am Brett fest. Dann kannst du den Beinschlag üben. Schorsch, möchtest du auch Beinschlag üben? Sehr gut, aber versucht nicht so zu spritzen. Große Kinder spritzen nicht. Wir können schon sehr gut schwimmen. Wenn Schorsch und Linus älter sind, können sie bestimmt genauso gut schwimmen wie wir. Nicht wahr, Luisa? Ja. Linus hat eine Spielzeuggießkanne. Lass das, Linus. Oh. Oh je, Linus hat seine Gießkanne ins Wasser fallen lassen. Mami! Tut mir leid, Linus. Ich komme nicht dran. Sie ist viel zu tief unten. Mami! Ich kann unter Wasser nicht schwimmen. Noch nicht mal ich kann unter Wasser schwimmen. Halt bitte mal meine Brille, Mama Wutz. Hurra! Hier, bitteschön. Gut gemacht, Papa Wutz. Ich kann schon ganz gut unter Wasser schwimmen. Die Gießkanne ist doch für Babys. Dürfen wir jetzt vom Sprungbrett springen? Tut mir leid, Peppa. Die Sprungbretter sind nur für die Großen. Oh. Macht euch nichts draus. Ihr könnt zugucken, wie ich springe. Dummer Papa, dein Bauch ist doch zu dick. Hoho, Unsinn. Als ich jung war, habe ich beim Springen Preise gewonnen. Aber das ist doch schon eine Weile her, Papa Wutz. Zum Glück habe ich mich stark und fit gehalten. Bitte halt meine Brille, Mama Wutz. Ihr habt eine bessere Sicht, wenn ihr von der Seite aus zuseht. Bitte spritz uns nicht mit Wasser nass, Papa. Natürlich spritze ich euch nicht nass, Peppa. Ich glaube, ich brauche ein höheres Brett. Bitte sei vorsichtig, Papa Wutz. Ja, spritz uns nicht nass, Papa. Hoho, keine Sorge, Peppa. Bitte spritz uns bloß nicht nass, Papa. Ich hab doch gesagt, dass ich nicht spritze. Schlauer Papa. Gut gemacht, Papa Wutz. Mein Handtuch brauche ich nicht. Ich habe einen besonderen Trick, mich zu trocknen. Papa Wutz hat alle mit Wasser nass gespritzt. Papa Wutz. Entschuldigt bitte alle. Peppa, hier ist ein Salat. Dankeschön, Opa. Oh, was ist denn das? Uah, da sitzt ein scheußliches Monster mittendrin. Monster. Hoho,
Das ist doch kein Monster. Das ist bloß eine kleine Schnecke. Oh, wohin ist sie verschwunden? Sie versteckt sich im Schneckenhaus. Wohnt sie denn da drin? Ja, es ist ihr Haus. Schau, sie kommt wieder raus. Da ist sie. Hallo, Frau Schnecke. Opa, hat denn Frau Schnecke auch ein Bett in ihrem Haus? Hoho, nein, Peppa. Wenn ich eine Schnecke wäre, hätte ich ein Bett und einen Tisch und einen Stuhl und einen Kühlschrank und einen Fernseher. Opa, was mögen Schnecken gern essen? Tja, hauptsächlich essen sie mein schönes Gemüse. Hey, aufhören, du frecher Schlingel. Opa, Schorsch und ich wollen freche Schnecken sein. Diese Körbe sind euer Schneckenhaus. Genau, jetzt seht ihr wirklich aus wie zwei freche Schnecken. Und am liebsten essen wir Opas ganzen Blattsalat auf. Oh, fort mit euch von meinem zarten Salat, ihr frechen Schnecken. Und wenn Opa mit mir schimpfen will, verkrieche ich mich in mein Schneckenhaus. Peppas Freunde sind gekommen. Hallo, Opa Wutz. Hallo, Luzi. Kommst du zum Spielen und suchst Peppa und Schorsch? Ja. Wenn ich bloß wüsste, wo sie sind. Ich bin allein mit diesen beiden Schnecken hier. Wir sind freche Schnecken, wir sind freche Schnecken. Überraschung! Wir spielen, wir wären zwei freche Schnecken. Können wir auch Schnecken sein? Ich befürchte, ich habe nicht für jeden von euch einen Korb. Oh. Ihr könntet doch auch etwas anderes sein. Da gibt's viel Spannendes in einem Garten. Eine Karotte? Luisa Löffel mag gern Karotten. Nein, Luisa, keine Karotte. Kommt doch mal her. Ist das für ein Gesumm? Es kommt hier aus dem kleinen Haus. Du Opa, warum kommt hier aus dem Puppenhaus dieses komisch summende Geräusch? Das ist kein Puppenhaus, Peppa. Es ist ein Bienenhaus, genannt Bienenstock. Oh. Seht mal, hier kommt eine. Was will sie denn nur? Sie sammelt den Nektar aus den Blüten und fliegt dann zum Bienenstock, um Honig daraus zu machen. Hm, ich liebe Honig. Wollen wir Biene spielen? Summ, summ, summ. Ja, wir sind Bienen. Summ, 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 summ. Fein, welch fleißige Bienchen. Genau, wir sind fleißige Bienen. Und jetzt fliegen wir zum Bienenstock zurück und machen Honig. Gütiger Himmel, was ist denn hier los? Omi, wir sind fleißige Bienen. Bzzz. Ah, mögen die fleißigen Bienchen Toast? Ja, bitte. Was mögt ihr denn gern auf euren Toast? Honig. Ihr habt Glück, genau das habe ich gemacht. Toast mit Honig. Hurra! Ich bin gerne eine Biene, weil sie dauernd leckeren Honig essen. Ich bin gerne eine Schnecke. Sie essen Opas ganzen Blattsalat. Oh! Oh! Du frecher Schlingel! Ho, 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 ho. Papa, was machst du so den ganzen Tag in deinem Büro? Lauter lustige Dinge. Ich zeig's euch. In diesem Bürohaus arbeitet Papa Wutz. Wir sind da! Hurra! Ja? Hallo, hier ist Papa Wutz. Hallo, Papa Wutz. Darf ich auch mal da drauf drücken? Hoho, na klar, Peppa. Ja? Ich bin's. Hallo, du Ich. Komm rein. Mein Büro ist im obersten Stock. Wir fahren mit dem Aufzug. Darf ich den Knopf drücken? Ich glaube, Schorsch ist mal dran. Drück den obersten Knopf, Schorsch. Oh.
Der Lift fährt mit Peppa, Schorsch und Papa Wutz bis zum obersten Stockwerk. Ui! Oberstes Stockwerk. Türen öffnen automatisch. Das ist das Büro von Papa Wutz. Hallo alle zusammen. Hallo, Papa Wutz. Hallo, Papa Wutz. Herr Löffel und Frau Mietze sind Kollegen von Papa Wutz. Heute habe ich zwei ganz besondere Besucher mitgebracht. Peppa und Schorsch. Wir sind sehr geehrt. Jetzt beginnt die Führung. Herr Löffel, können wir an Ihrem Platz beginnen? Mit dem größten Vergnügen. Meine Arbeit dreht sich hauptsächlich um Zahlen. Ich nehme überaus wichtige Schriftstücke, wähle den entsprechenden Stempel und stempel sie damit ab. Boah! Was für einen tollen Beruf Herr Löffel hat. Darf ich auch einmal stempeln? Na klar, ich hol dir schnell Papier. Hier ist doch Papier. Vielleicht nehmen wir lieber etwas leeres Papier. Hier, bitte sehr. Peppa stempelt gerne Papier. Ich mag Ihre Arbeit, Herr Löffel. Weiter geht's mit der Führung. Nächste Station, der Platz von Frau Mietze. Miau. Hallo, Peppa und Schorsch. Hallo. Meine Aufgabe ist es, Muster in den Computer einzugeben. Oh. Dann drucke ich dem Muster aus. Hui. Und hier ist noch eine Kopie. Dankeschön. Frau Mietze hat aber eine schöne Arbeit. Darf ich mal probieren? Mir scheint, Schorsch möchte auch mal. Du hast recht, Schorsch. Jetzt bist du mal mit Arbeiten dran. Schorsch tippt blaue Dreiecke. Jetzt drucken wir sie aus. Ich mag Ihre Arbeit, Frau Mietze. Haha, wollen wir jetzt meinen Platz anschauen? Ja, bitte. Das ist der Schreibtisch von Papa Wutz. Meine Arbeit ist wirklich kompliziert. Ich berechne das kleinste gemeinsame Vielfache und ermittle den größten gemeinsamen Teiler. Die Arbeit von Papa Wutz scheint sehr wichtig zu sein. Hast du denn dafür auch Stempel? Nein. Hast du denn dafür einen Computer? Nein, aber ich brauche dafür Buntstifte. Papa, dürfen wir mit deinen Buntstiften malen? Gute Idee. Peppa und Schorsch malen gern mit Buntstiften. Ich male ein Haus. Schorsch malt wieder mal einen Dinosaurier. Schorsch malt immer Dinosaurier. Saurier. Meine Güte, es ist schon 5 Uhr. Jetzt ist Feierabend. Ich muss schon sagen, was für ein fabelhaftes Haus. Und ein grausiger Dinosaurier. Schorsch und ich haben die Arbeit von Papa gemacht. Und noch dazu ganz besonders gründlich. Ich mache gern Herrn Löffels Arbeit und ich mache gern Frau Mietzes Arbeit. Aber Papas Arbeit gefällt mir am allerbesten. Opa Wutz macht mit Peppa und ihren Freunden einen Ausflug mit seinem Boot. Alle Mann an Bord? Ei, ei, Herr Opa! Volldampf voraus! Wiedersehen! Wiedersehen! Peppa und ihre Freunde haben alle Schwimmwesten an. Schorsch, du kriegst meinen Piratenhut. Heute segeln wir alle zur Pirateninsel. Oh. Wenn wir Glück haben, finden wir einen vergrabenen Schatz. Oh. Die Pirateninsel scheint ein toller Ort zu sein. Land in Sicht! Da wären wir! Die Pirateninsel! Was ist das? Dieser Metalldetektor findet vergrabene Schätze. Opa Wutz sucht mit dem Metalldetektor nach vergrabenen Schätzen. Aha! Der Metalldetektor hat etwas gefunden. Wir graben es aus. Eine kleine Münze. Ein Schatz. Hurra! Kommt, wir suchen noch mehr. Aha, wir haben noch was gefunden. Das klingt groß.
Du meine Güte, dieser Schatz ist aber ziemlich schwer. Oh je, das ist kein vergrabener Schatz, das ist ein rostiger alter Einkaufswagen. Oh. Jetzt ist es mal genug mit der Schatzsuche. Wer hilft mit bei einer ganz großen Sandburg? Ich! Das ist eine gute Idee, Oma Wutz. Ich guck mal schnell nach dem Boot. Oma Wutz hilft den Kindern dabei, eine große Sandburg zu bauen. Und Opa Wutz hat etwas Wichtiges auf dem Boot zu erledigen. Ach, ist das schön. Ich muss mal die Augen zumachen. Ein kleines bisschen. Oma Wutz und die Kinder bauen eine große Sandburg. Sie brauchen eine Menge Sand. Mit Eimern formen sie die Burgtürme. Was für eine prächtige Burg! Jetzt fahren wir nach Hause. Oh, wo ist das Boot hin? Guck, Oma! Oh nein! Opa Wutz schläft tief und fest und das Boot treibt davon. Wir müssen Opa aufwecken. Ruft mal so laut ihr könnt. Opa Wutz, wach auf! Wach auf! Oh nein, Opa Wutz schläft immer noch. Opa ist zu weit weg, er hört uns nicht. Wir sitzen fest auf der Pirateninsel. Wir sind Schiffbrüchige. Wir sind in 100 Jahren noch hier. Genau, wir müssen wilde Früchte und Beeren essen. Und außerdem noch Insekten und Schnecken. Die Eltern kommen, um ihre Kinder abzuholen. Oh, wo bin ich? Hallo! Hallo zusammen. Hattet ihr einen schönen Tag? Ja, ich glaube nur, ich habe etwas vergessen. Einen Augenblick! Guckt! Da ist Opa! Wir sind gerettet! Hurra! Willkommen an Bord, Matrosen! Schlimmer, Opa Wutz. Wir dachten schon, du lässt uns allein. Das tut mir leid, Oma Wutz. Nächstes Mal schlafe ich nicht ein. Versprochen. Wiedersehen, Pirateninsel. Wir kommen bald wieder. Ich liebe die Pirateninsel. Fahren wir da bald wieder hin? Oho, natürlich tun wir das, Peppa. Hurra! Peppa, Schorsch, zieht eure Regensachen an. Wenn es regnet, müssen Peppa und Schorsch ihre Regensachen anziehen. Bäh. Schorsch mag seinen Regenhut nicht tragen. Schorsch, du musst deinen Hut anlassen. Warum? Weil du trocken bleiben sollst. Warum? Weil du dich erkälten könntest. Warum? Schorsch, willst du draußen spielen oder nicht? Dann lass deinen Hut an. Komm mit, Schorsch. Peppa und Schorsch wollen in Matschepfützen herumspringen. Schorsch möchte seinen Regenhut nicht tragen. Peppa! Schorsch! Kommt ins Haus! Es regnet jetzt zu stark, um draußen zu spielen. Oh, Schorsch, wo ist dein Regenhut? Hatschi! Schorsch hat sich erkältet. Hatschi! Armer kleiner Schorsch, du hörst dich gar nicht gut an. Keine Sorge, ich rufe Dr. Braunbär an. Dr. Braunbär am Apparat. Aha. Stecken Sie Schorsch ins Bett, ich komme gleich vorbei. Danke, Dr. Braunbär. Wiederhören. Muss Schorsch denn jetzt ins Krankenhaus und bekommt Medizin? Nein, Schorsch muss einfach nur ins Bett. Oh, dann ist Schorsch ja gar nicht richtig wirklich krank. Hatschi! Das ist ekelhaft. Armer Schorsch, ich bring dich gleich ins Bett. Schorsch, du musst jetzt eine Weile im Bett bleiben. Nein. Schorsch möchte aber nicht im Bett bleiben. Hatschi. Schorsch, du musst im Bett bleiben, bis es dir wieder besser geht. Warum? Weil du dich schön warm halten sollst. Warum?
Weil Dr. Braunbär es gesagt hat. Hallo, wo ist denn mein Patient? Mach weit auf und sag ah. Schorsch hat ein bisschen Angst. Peppa, du bist schon groß und tapfer. Kannst du Schorsch zeigen, wie das geht mit dem ah? Natürlich. Ah. Ah. Schorsch hat sich erkältet. Bekommt Schorsch Medizin? Nein, aber er kann heute Abend eine schöne warme Milch trinken. Das hilft ihm einzuschlafen. Dankeschön, Dr. Braunbär. Gern geschehen. Wiedersehen. Schorsch war den ganzen Tag im Bett. Jetzt ist Peppas Schlafenszeit. Schorsch, geht es dir besser? Hatschi! Schorsch, geht es nicht besser? Hatschi! Schorsch, würdest du bitte nicht so laut niesen? Ach, das ist ja unmöglich! Schorsch, hier hast du eine schöne warme Milch, um besser einzuschlafen. Die warme Milch macht Schorsch sehr, sehr schläfrig. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Ah, es ist so friedlich und ruhig. Es ist morgen. Schorsch hat sehr gut geschlafen. Schorsch geht es besser. Kommt alle nach draußen. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Schorsch trägt seinen Regenhut. Er möchte sich nicht nochmal erkälten. Oh, Schorsch, heute brauchst du deinen Regenhut nicht. Warum? Weil es sonnig und warm ist. Warum? Schorsch, kannst du mal aufhören, warum zu sagen? Warum? Schorsch geht es wirklich besser. Bümmel macht eine Tombola. Hereinspaziert, hereinspaziert! Der Hauptpreis ist eine Fahrt in meinem Heißluftballon! Oh, das macht bestimmt Spaß! Ich möchte ein Los, bitte! Das blaue Los gewinnt ein Spielzeugauto! Gut gemacht, Klausi! Ich möchte bitte auch ein Los! Danke, Peppa! Was möchtest du denn gewinnen? Die Ballonfahrt! Wäre der hausgemachte Schokokuchen nicht besser? Papa Wutz liebt hausgemachten Schokokuchen. Das rote Los gewinnt die Ballonfahrt. Hurra! Alle an Bord für die Ballonfahrt. Wie viele Passagiere bitte? 4 bitte. Und Teddy. Sausia. Oh, und ein Teddy und ein Dinosaurier macht zusammen 6. Alle Mann an Bord. Beeilung, Papa Wutz, komm an Bord. Schnell, Papa. Kapp die Taue, Leinen los, Volldampf voraus. Sehr eindrucksvoll, Frau Mümmel. Sie sind bestimmt ein erfahrener Captain. Eigentlich nicht. Das ist das erste Mal, dass ich einen Heißluftballon fahre. Oh. Festhalten! Frau Mümmel heizt an, damit der Ballon in die Luft steigt. Wiedersehen! Wiedersehen! Wer von euch übernimmt das Kartenlesen? Das mache ich. Bist du sicher, Papa Wutz? Ich bin sehr gut im Kartenlesen. Oh, diese Karte ist ein bisschen kompliziert. Sollen wir höher steigen? Ja, bitte! Höher! Höher! Der Ballon steigt hoch in den Himmel. Oh, wo ist der Himmel hin? Keine Sorge, Peppa. Wir fliegen nur durch eine Wolke. Oh, da ist der Himmel ja wieder. Hurra! Luftballon, Luftballon, fliegt mit uns auf und davon. Fliegt ganz hoch, fliegt ganz hoch, höher als die Wolken noch. Guck mal, Teddy, wir fliegen ganz hoch. Peppa, sei vorsichtig, sonst fällt Teddy! Noch der... Teddy ist runtergefallen. Keine Sorge, Peppa, wir retten Teddy. Alle Mann festhalten. Wir gehen runter. Frau Mümmel lässt den Ballon hinabsinken, damit Teddy gerettet werden kann. Ich kann Teddy nirgends sehen. Da ist er.
Teddy hängt im Baum fest. Ich nehme diesen Anker, um Teddy zu retten. Langsam, langsam. Ich hab ihn. Papa Wutz hat Teddy gerettet. Teddy! Hurra! Oh je, niemand achtet darauf, wohin sie fliegen. Achtung! Baum voraus! Festhalten! Oh. Erst hing Teddy im Baum fest und jetzt hängen wir im Baum fest. Papa Wutz, weißt du, wo wir sind? Haben wir uns verfahren? Ja. Oh! Seht mal alle her! Ist das nicht Omas und Opas Haus? Ja, dann sind wir hier in Opa Wutz Garten. Dachte ich mir. Ahoi, ihr! Oma Wutz und Opa Wutz! Du liebe Güte! Ahoi auch, Frau Mümmel! Hilfe! Bitte! Opa! Wir kommen nicht runter! Keine Sorge, ich habe eine Leiter! Hurra! Alle klettern vom großen Ballon herunter. Oma! Opa! Frau Mümmel hat uns mitgenommen! In ihrem großen Ballon! Wie überaus aufregend! Ich fürchte, das Aufregendste, was wir bieten können, ist mein hausgemachter Schokoladenkuchen. Hausgemachter Schokoladenkuchen, das ist aufregend. Das war die beste Ballonfahrt der Welt. Und der beste Schokokuchen der Welt.